Lass uns mal gucken. Da sind wir. Das ist die Bude. Unsere neue Mission. I'm not done yet. Ja, ich wollte hier nur mal gucken. So. Elefant gleich mal. Wir werden Thailand natürlich ausrauben. Oh, hier sind Katzenspuren. Here I am. Okay, Leute. Ich würde sagen, wir machen erstmal alles kaputt. Dass wir hier alles einkassieren können. Eieieiei. Dann passt das besser in den Müllsack rein. Oh, scheiße, Leute. Ei. Ich traue mich gar nicht hier überall. Oh, Gottes Willen. Es ist ein kleines Apartment, aber so klein ist es nur auch nicht. Guck mal, da hinten ist auch noch ein Raum. Alter, wollen wir erstmal die Leichen entsorgen oder wollen wir direkt sauber machen? Wie viel Müll hier auch rumliegt. Oh, shit. Oh, da ist eine. Oh, da ist eine. Ist das Tyler himself? Bist du Tyler? Ich habe ihn ja noch nie gesehen. It's time to leave. The movie night is over. Das war mein anonymer E-Mail-Freund, der Tyler. Oh, scheiße, da ist der Hut runtergefallen. Weiß ich nicht. Legen wir den Hut mal hier hin. Es gibt auf jeden Fall Katzen. Ey, Nessie! Dankeschön für dein Follow. Danke sehr. Lass uns mal hören, was hier passiert ist. Und Affe mit Karaffe ist auch mit am Start. Es gibt A und es gibt Benny. A sagt, hey, und wie sieht's bei dir aus? Benny sagt, I don't know, ich arbeite gerade an meinem Leben. Ja, was meinst du damit, fragt A. Benny sagt, ich habe einen neuen Job gefunden. Einen normalen Job. Wird Zeit weiterzumachen. Du und normaler Job, alles klar. Okay. It looks like they were trying to get their lives together. Mhm. Ja, er hat einfach nur versucht, ein ganz normales Leben zu führen. Oh, ein T-Rex. Wir dürfen hier echt nichts verpassen. Das müssen wir nochmal kaputt machen. Ich glaube, wir müssen hier viel mit der Axt arbeiten. Vor allem das Killerkommando, was hier... Oh, hier waren die Katzen. Kommt rein. Ich werde das Fenster offen lassen, dass die Katzen wieder zurückkommen können. So, das kaputt machen erstmal. Was kaputt geht. Ja, ich glaube, wir machen Raum für Raum. Ich mache erstmal zu hier. So. Wir werden das Raum für Raum machen. Da ist eine kleine Ente. Mhm, mhm. Also, wenn hier nichts versteckt ist, weiß ich auch nicht. Okay, wir fangen an. Wo habe ich denn hier einen Wasseranschluss? Bruder, Wasseranschluss gibt's nicht. Hier ist Wasseranschluss. Ach du Scheiße, hier ist aber einiges. Die Pizza ist noch fertig. Oh, lecker. Na gut, na gut, na gut. Ja, du kannst gut vorlesen. Als hätte ich die Nachricht geschrieben. Ja, Plaschi. Ich sag's dir, ne? Das ist jahrelange Übung. So, alles mitnehmen. Oh ne, hier liegt auch eine rum. Das ist die Verräterin-Freundin, glaube ich, gewesen. Die Tyler ausgenutzt hat. Ach, Tyler, warum musste das so enden? Alles einkassieren. Ja, wunderbar. Patronenhülsen ohne Ende. They spared no bullet. Eine neue Kassette. The End. Wollen wir da mal reinhören? Schreibt's gerne rein. Sollen wir uns die anhören oder nicht? Ist das nicht ein Er, der da liegt? Nein, das ist eine Frau. It wasn't the best time for snacks. Glaube ich, oder? Ja, ich glaube schon. Ja, auf jeden Fall, oh, oder? Könnte auch ein Typ sein. Vielleicht war es auch ein Typ. Okay, gucken wir uns gleich mal an. Vielleicht war es auch einfach ein Typ. So. Hier die ganzen Reste. Wir fangen erstmal so mit der Grobreinigung an, tatsächlich. Ja, und da die Wohnung nicht so groß ist, haben wir ja gar nicht so den Schmerz. Die, also so viele Säcke gleichzeitig tragen zu müssen. Sondern können die einfach da direkt auf den Haufen schmeißen. Plupp, aus der Tonne raus. Auf die Matte. So. Die Becherchen können wir nicht mitnehmen, oder was? Das ist aber merkwürdig. Vor allen Dingen, ey, ich hoffe, dass wir hier kein Geheimnis übersehen. Am Ende, wie immer, frage ich euch nochmal alle Leute. Gibt es hier ein Geheimnis, das ich übersehen habe? Bitte, bevor ich fertig bin, nichts verraten, falls ihr da schon was wisst. Das wäre sehr, sehr gut. So. Weiter geht's. Guten Mittag, Scotty. Alter, wir haben gestern von dir gesprochen. Da kam ein anderer Entwickler. Ich weiß nicht, ob der heute auch da ist. Der hat uns nach einzigartigen Gaming-Konzepten gefragt. Oh, ist ihm nichts eingefallen, ne? Eieieiei. Wie weit ist eigentlich dein neues Spiel, Scotty? Baust du gerade eins? Hast du irgendwas Spruchreifes? Eine tolle Simulation zum Beispiel. Irgendwas mit reinigen wäre natürlich super. So, hier nehmen wir nochmal was mit. Oh, guck mal, das kleine Katzenbett. Oh, Mann.
Ich bin jeden Tag dran und kannst du schon irgendwas erzählen? So. Okay, wir gucken nochmal. Hier ist noch ein bisschen Müll. Aber ich glaube so. Ich glaube, wir haben's. Ich glaube, der Müll ist da. Jetzt können wir, glaube ich, auch mehrere Säcke aufnehmen, ne? Ach, guck mal, die können wir merchen. Zu einem Riesensack. Ja, geil. So, dann lass uns sauber machen. Es geht los. Es geht los, wir machen sauber alles. Oh, hier sind ja noch Pistolkugeln. Oha, die müssen wir auch wegnehmen. Also geht's ja noch nicht. Und hier ist ein Brief. Was steht drin? Sehr geehrter Herr Novak, du alter Ratte. Bezüglich Ihrer kürzlichen Bewerbung haben wir gerade eine perfekte Wohnung für Sie und Ihre reizende Freundin gefunden. Sie haben eine große Küche, ein Badezimmer, zwei Zimmer und einen Balkon und befinden sich in einer ruhigen Wohngegend mit guten Verkehrsanbindungen und Geschäften in der Umgebung. Ich freue mich, Ihnen von Ihrer möglichen Unterzeichnung des Immobilienkaufvertrags eine Besichtigung zu geben. Alles liegt im besprochenen Budget. Unterzeichnet Homeline Advisor Group. Tyler. Was ist das denn eigentlich? Hier ist ein Becher drauf. Tja, was wir mit dem Becher machen sollen. Sieht jetzt erstmal nicht so nach Müll aus, aber wer weiß, wer weiß. Okay. Da kommt der Stuhl hin, aber wir sollten vielleicht wirklich erstmal sauber machen, bevor wir hier alles an die richtige Position packen. Aber ich kann es nicht lassen. Wir müssen es tun. Okay. Wir werden hier nochmal mit dem Schwamm so ein bisschen... Warum ist es hier eigentlich so eine Leinwand? Hatte er vielleicht vor, ein eigenes Videobusiness zu eröffnen? Kann das sein? Wer weiß. Könnte sein. Nichts Spruchreifes. Okay, okay. Das ist ja langweilig, Scotty. Ich dachte, du erzählst jetzt hier ein bisschen aus dem Nähkästchen. Wir sind doch unter uns. Dann stellen wir das mal hin. Oh, irgendwas blockiert hier noch. Ist das eine Casting-Couch? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht, was der Tyler hier getrieben hat mit seiner Freundin. Ja, versuchen hier nochmal ein bisschen den Müll wegzuräumen, um das vielleicht hier hinzustellen. Immer noch nicht. Jetzt aber. Jetzt geht's. Sehr gut. Tja, wo kommt der hin? Hier wahrscheinlich. Okay, das war das Kissen. Wir haben den ganzen Stuhl angehoben. Okay, Leute. Das sieht mir nach Müll aus. Oder auch nicht. Vielleicht ist auch gar kein Müll. Es sind einfach leckere Kartoffelchips. Diese Katze. Überall sind diese Katzenpfoten. Oh, diese arme Katze, Leute. Ich mach mal hier, wo ist mein Wascheimer? Wo sind überhaupt... Ich hab noch gar keinen Wascheimer. Oh, no. Wir kommen da gar nicht rein. Wir müssen da aber rein. Wir müssen doch zum Wasserhahn kommen. Ja, so kann ich hier nicht sauber machen. Oh, die Wertgegenstände werden gehighlightet. Das ist geil. Nice. Kein Wasser. Müssen wir doch hier durch. Wollten wir eigentlich die Wohnung nach und nach anschauen. Aber ganz ehrlich, das ist eine Riesenwohnung. Sorry, Paul. This was out of my control. I hope at least you're reunited with your son now. Ah, hier, okay. Ist er das? Ist das unser Mann? Tyler. Es ist Tyler. This isn't the kind of trouble I can get you out of. Es ist Tyler, Leute. Ja. Irgendwann landet jeder in der Tüte. Was willst du machen? Was willst du machen? So, alles mitnehmen. Genau. Okay, Leute. Lass uns hier mal... Oh, Alter, er hat sogar ein eigenes Fass Bier. Das ist ja nett. Noch einmal hier das Ding hin. Und ich würde sagen, für die Dusche nehmen wir unseren Ultra Cleaner 3000 Plus. Oh, scheiße, das war eine... Oh, hier liegt aber noch viel rum. Moment, das müssen wir erstmal einsammeln. Sonst buggen die wieder in irgendwelche Wände rein. Wir kommen da möglicherweise nicht ran. Deswegen das alles mitnehmen. Endlich mal ein Simulator mit geiler Story. Ja, ist so, oder? Geile Story, animiert teilweise, Cutscenes. Also ist wirklich cool. Tolles Spiel, tolles Spiel. Das gibt's selten. So. Das hat so Powerwash-Elemente. Ey, es gefällt mir wirklich gut. Greift alles zu, es ist im Sale. Wer mörderischen Spaß mag, der sollte auf jeden Fall, weißt du? Weißt du Bescheid? Okay, Tylers Leiche ist beseitigt. Was ist das denn? Ein Schwangerschaftstest? Was heißt das? Da steht irgendwas drauf. Pregnant. Okay, das heißt, sie war schwanger. Entweder hatte Tyler doch eine Gebärmutter und ich wusste davon nichts. Oder seine Freundin war schwanger. Eins von beidem. Achso, wir wollten ja nochmal das Ding anmachen, die Mucke. Warte mal. So, die Musik. Wie hieß das? The End hieß die Musik. Ich mach mal an.
Kannst du was hören? Ring im Waschbecken. Am Waschbecken. Sehr gut. Danke fürs Aufpassen. Sehr schön, sehr schön. Ja, lass uns mal hier weitermachen in der Küche. Ja, sehr blutig alles hier, das Spiel. Genau wie ich es mag. Hört sich verrückt an, oder? Auch schon wieder leer, das Ding. Also okay. Okay, alles klar. In den Eimer rein. Aber wenn du möchtest. Lass uns hier mal zumachen. Das nehmen wir mal mit. Wo das hin muss, weiß ich noch nicht. Werden wir noch herausfinden. Alter, die Wand! Scheißendreck. Oh mein Gott. Ist ja alles voll gespritzt, Mensch. Na, schwierig, ne? Aber geht gut mit Kercher. Nicht, dass da irgendwas drin ist. Noch mehr Leichen. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Okay, lass uns mal gucken. Das muss doch hier irgendwo hin. Ah ja, da drauf. Verstehe. Also erstmal muss der da hin. Genau, und der oben drauf. Oh scheiße, da ist ja noch Blut drauf. Oha. Das müssen wir noch mal kurz reinigen. Digga, mein Schwamm komplett schon gerippt. Hallöchen. Kevin, grüß dich. Hi. Herzlich willkommen. Am Tatort. Ich weiß nicht, ob du die Sauerei hier verrichtet hast, aber... Hier dürfen wir auch nur mit dem Schwamm arbeiten, sonst schmeißen wir die ganzen Flaschen um. Also nichts mit Kercher oder so. Ja, Zitronen lassen wir liegen. Bisschen Blutspritzer, das stört nicht. Ist eine Blutzitrone. Okay. Sieht gut aus. Hier ist noch ein bisschen Schmand. Da können wir auch schon die Stühle hinstellen, glaube ich. John Wick 4 Set. Hä? Echt? Okay. Meinst du die Musik oder was? Oh, fuck. Der Stuhl, der ist auch noch dreckig. Jetzt. Oder meinst du die Küche? Hier ist noch ein Zettel. Einkaufszettel, ganz normal. Hey, Claro! Wie geht's, wie geht's? Was bringt Reinigungsmittel, wenn man die in die Wasserkühlung reinmacht? Du meinst die in den Eimer rein? Momo? Meinst du in den Eimer rein? Das steht dabei. Kann ich dir gleich zeigen. Kann ich dir gleich zeigen? Pass auf. Wir haben hier unser Reinigungsmittel. So, guck mal. Hier haben wir verschiedene Flaschen. Und hier steht, was es macht. Also hier zum Beispiel, dieses Reinigungsmittel sorgt dafür, dass dein Wischmopp und dein Schwamm nicht so schnell dreckig wird. Dieses sorgt dafür, dass sich Flecken um 20% besser reinigen lassen. Das heißt, man kann, ja, man muss nicht so oft über einen Fleck drüber schrubben, weißt du? Hier haben wir, dass das Eimer im Wasser langsamer verschmutzt. Das heißt, man muss den Eimer nicht so oft nachfüllen. Und hier haben wir ein starkes Reinigungsmittel, was die Wasserfläche um 13% erhöht. Und das werden wir auch nehmen, weil wir viel mit dem Schwamm unterwegs sind. Das heißt, im Endeffekt, der Schwamm wird um 30% größer. So ungefähr. Auch ganz gut. Gestern war Fehlalarm. Oha. Alter. Aber da geht ja schon die Pumpe, oder? Bevor wir hier die ganzen Geheimnisse suchen, wir werden erstmal hier alles vorsichtig reinigen. Gehen mal hier hin. So. Nehmen unser Wischmops. Fehlalarm. Wir sind in Lauerstellung. Wann ist denn der offizielle Termin? Also der, was heißt offizieller Termin? Also weißt schon hier, der errechnete Geburtstermin. Ich glaube, nennt man das so? Ich glaube ja, oder? Ihr müsst wissen, Claro ist kurz vorm Raketenstart. Er wird Vater. Das erste Mal in seinem Leben. Ich hoffe, Claro bleibt uns auf Twitch erhalten. Falls nicht, kann ich das natürlich auch verstehen. Dass er sich da eher um seine privaten Angelegenheiten kümmert. Es sind schon viele verschwunden von Twitch wegen spontaner Schwangerschaft. Ja. Unbefleckte Empfängnis, das ist halt immer noch ein Thema auf Twitch. Das geht ganz schnell. 17.18. Digga, ist heute nicht der 17.? Oha! Claro! Ja, ey, ich drück die Daumen, dass alles super läuft. Dass einfach nur so rausflutscht wie so ein Zäpfchen. Und dass ihr ganz viel Freude habt und auch, dass ihr so ein Anfängerkind bekommt. Also so ein Kind, was nicht viel schreit, was sehr pflegeleicht ist. Also schon direkt auf Toilette geht oder sowas und den Klodeckel beim Pinkeln hochmacht und solche Geschichten. Also weißt du, wie ich meine? So ein schönes Anfängerkind. Heute ist der 17. Eieieiei. Aber dann sind die Wehen schon da, oder wie?
Ja, das sieht hier auch aus, als ob hier gerade jemand ein Kind bekommen hat. Aber ich mache das ja schon sauber. Aber hier brauchen wir, glaube ich, wirklich den Schwamm. Das funktioniert hier nicht so gut. Mit dem Gerät. So. Oh, die armen Katzen. Alles ist voller Katzenspuren. Ach, Mensch. Ich hoffe, sie sind geflohen und haben ein besseres Zuhause gefunden. Ich glaube, wir machen den Schwamm. Komm, wir machen hier mit Schwamm. Wir machen hier alles mit Schwamm. Vielleicht auch doch Kärcher, aber ich sag mal so, Hochdruckreiniger auf dem Teppich ist, glaube ich, keine gute Idee. So. Ja, weiß ich nicht. Ich glaube, ich würde einfach die ganze Zeit Claro an deiner Stelle vom Krankenhaus parken. Und dann einfach kurz reinlaufen. Weißt du, wie ich meine? Wohnst du weit weg vom Krankenhaus eigentlich? Also musst du da... Versuch das mal umzudrehen, weil die andere Seite noch blutig ist. Ah, scheiße, ich komme da nicht ran. Nee. Ach komm, fall doch bitte mal um. Ah, wir sind mitten in der Stadt. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Ja, das ist doch toll. Also keine Kamikaze-Fahrt über die Autobahn. Ja, ist auch schön. So. Aber ich bin da eh der falsche Ansprechpartner. Claro, ich habe ja keine eigenen Kinder, du weißt es. Weißt du das überhaupt? Ich bin kinderlos. Und, ja. Ich glaube, das bleibt auch so. So. Komm, ist das sauber? Er ist auch noch dreckig. Tja, wie können wir das drehen? Das ist... Ah, okay. Ich glaube, man kann es so schon direkt sauber machen, oder? Nee, wir müssen das wirklich wenden. Jetzt geht's, guck mal. Nice, aber es geht nicht sauber. Die rote Umrandung ist da beim Kissen. Das bedeutet, es ist, es ist noch irgendwie dreckig, aber ich weiß gar nicht wo. Ach da, oh mein Gott, ich habe meinen Scanner eingesetzt. Jetzt ist sauber. Das ist aber sehr penibel hier, du, ne? So. Ah, da steht der Stuhl ein bisschen im Weg. Mal kurz das Kissen einmal weg. Dann kann man hier nochmal schön schrubben. Junge, das ist auch schon richtig schmantig, das Gerät, Leute. Also jetzt nochmal von vorne. Einmal den Stuhl mitnehmen. Hinstellen. Kissen 1. Kissen 2 ist auch sauber. Das dahinter ist natürlich noch dreckig, das sehe ich. Ich mache nochmal einen Schwamm, oder? Es geht noch. Der Schwamm geht noch. Können wir da was drauf packen? Das ist sauber. Das ist wieder rot umrandet. Ich sehe auch schon die Stelle. Das passt da gar nicht drauf. Hier muss doch irgendwas anderes sein. Oh, ich habe ihn gefunden. Guck mal hier. Nein! Oh, ich hasse diesen Eimer. Der kippt mir ständig um die Scheiße. Naja, was willst du machen? Ich bevorzuge den Ausdruck kinderfrei. Kinderlos passt ja zu Menschen, die gerne welche haben würden, aber nicht können. Ja, ja, ja. Also, ich bin so grundsätzlich nicht so der Freund von Haarspalterei. Das kann ja jeder so sagen, wie er das möchte, finde ich. Aber klar, wenn du da auf eine andere, Wortwahl Wert legst, dann man macht das gerne. Aber ich bin kinderlos. So. Na, hier nochmal ordentlich drüber pudern. Müssen auch gleich mal schauen. Ich habe das Gefühl, der Schwamm ist hier nicht so geil zum Benutzen. Oh, 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 oh. Ja, jetzt mach bitte keine Diskussion hier wegen der Wortwahl auf, bitte, Leute. Nicole, reiß dich zusammen. Ist ja nett gemeint, aber... So. Das sind Sachen... Darüber müssen wir uns hier nicht den Kopf zermadern. Ach verdammt, jetzt habe ich gar nicht, jetzt habe ich eine Reaktion verpasst. Ich sende den Text und dann setzt Werbung ein. Ich habe deine Nachricht gar nicht gelesen, um ehrlich zu sein. Die ist komplett an mir vorbeigegangen. Aber jetzt habe ich sie gelesen. So. Aber ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll, Leute. Alles gut, entspannt euch. Alles ist gut. Alles ist gut. Okay, war nur... Okay, okay, okay. Okay, ich dachte schon, hier geht gleich wieder der Sparring-Fight los, weißt du? Mann, Mann, Mann. Der geht noch gar nicht. So, die müssen wir natürlich auch nochmal putzen. Monitor Nummer 1 ist sauber. Soll jeder leben, wie er mag. Ganz genau. Ja, machen wir hier nochmal den Monitor hin. So, Alter, 3 Monitor-Setup ist geil. So sieht es bei mir auch aus. Quasi ganz genau. Ich ärgere mich ehrlich gesagt auch,
dass so im Nachhinein, dass ich nicht so einen schwarzen Anthrazittisch genommen habe, weil die sehen halt echt Porno aus. Okay, du siehst natürlich Staub drauf. Das ist ein großer Nachteil. Aber sieht schon nett aus. Jetzt habe ich halt einen weißen. Er ist auch ganz toll, aber ich glaube, so einen schwarzen würde ich ehrlich gesagt mehr fühlen. Naja, vielleicht verlose ich irgendwann mal meinen höhenverstellbaren Schreibtisch. Möchte den jemand gewinnen von euch? Also sieht es bei mir aus, nur dass der Monitor hier, der ist halt hochkant gedreht, weil da ist der Chat, damit ich nichts überlese. Aber ja, Mauro, was soll ich sagen? Das klappt sowieso nicht. Egal, ob er hochkant ist oder quer steht. Also, was machen wir eigentlich jetzt hier mit diesen Dingern? Chakani will den Tisch. Ja, muss aber selber abholen, ne? Das ist ja klar. Weißt du, wie teuer da die Versandkosten sind, Chakani? Ein Polster muss hier irgendwo noch rumliegen. Oh shit, das ist aber auch blutig. So. Oh shit. Okay, okay. Sauber, sauber. Das muss hier hin, genau. Ja, hier ist noch einiges dreckig, aber das kriegen wir alles hin. So viel ist es gar nicht mehr. Wir versuchen hier irgendwie so ein bisschen aufzuräumen. Ich weiß halt nicht, was wir mit dem Becher machen. Wenn du eine Idee hast, wo wir die lagern, sag gerne Bescheid. Oh, hier ist der Computerstuhl, ne? Müssen wir auch mitnehmen. So, hier hin. Ich habe einen ordentlichen höhenverstellbaren. Sehr gut. Lassi, ich habe einen Spezialschreibtisch. Der war früher mal in meinem Bett. Also hab selbst gebaut. Ja, das ist auch geil. Einfach den ganzen Schreibtisch zumüllen. Dann sieht man den Staub auch nicht. Ist immer eine sehr gute Sache. Okay, dann das hier. Ich dachte, du bringst ihn vorbei. Nein, das geht natürlich nicht. Autofahrt nach Hamburg ist kein Problem. Was? Ja, mal gucken. Nächstes Jahr. Oh, shit. Nächstes Jahr vielleicht, wenn ich mir wirklich mal einen neuen hole. Können wir wirklich darüber nachdenken. Oder ich verkaufe den bei eBay Kleinanzeigen. Das geht natürlich auch immer. Und ich muss wirklich sagen, also verhältnismäßig günstiges Modell habe ich. Riesen Arbeitsfläche. 2 Meter breit, 80 tief. Höhenverstellbar. Musste ich natürlich selber zusammenschrauben dafür auch. Aber hey, das ging wirklich easy. Und was habe ich bezahlt? Ich glaube so 600 Euro. Oder 550. Irgendwie sowas. Findet ihr das zu teuer? Ich glaube, das ist angemessen, oder? Ich glaube, der war am... Also, ich glaube, der kostet normalerweise 599 oder 650 oder irgendwie sowas und war dann im Angebot und da habe ich dann zugeschlagen. So, wir gucken jetzt hier langsam mal in die Schubladen rein, ob wir hier noch irgendwas von Wert finden. Sieht jetzt auf den ersten Blick leider nicht so aus. Meiner hat 199 gekostet. Wie groß ist der? Wie groß ist der? Habe ich doch zu viel bezahlt oder was? Ja, hier ist nichts drin. Guck mal hier nochmal rein. Oh, eine alte Polaroid-Kamera. Wer kennt die noch? Boah, schön. Hat, Alter, ein riesiger Sack voll mit Gras. Oh, hier ist noch was versteckt. Paket Koks. Also der Dude hat ordentlich gelebt. Hier muss man ja sagen. Mann. Ja, ich scanne so nach Wertgegenständen nebenbei, ob wir hier irgendwas finden. Ich habe ja meinen Scanner abgegradet, dass Wertgegenstände angezeigt werden. Ja, aber bisher haben wir da noch nichts weiter gefunden. Oh, eine Bonfeder. Oh no, hier sind noch Katzenspürchen. Okay, da liegt die Bon auch. Machen wir gleich. Und ein Kissen fehlt immer noch, Freunde. Oh, scheiße, die ist dreckig. Hast du gesehen? Ah, ja, die ist dreckig. Ach, komm schon, du Bon. Lass dich putzen. Jetzt. Wunderschön. Der ist 2,80 Meter höhenverstellbar bis 1,50. Bis 1,50, okay. Also, das ist aber kein Tisch, wo man dran stehen kann, oder? Wie hoch ist denn 1,50? Ist das hoch? Doch, 1,50 ist eine anständige Höhe, glaube ich, oder? Glaube schon. Wie hast du das gemacht, Ray? Hast du irgendwie ihn überfallen, oder wie? Für 150 Flocken, das ist aber sehr günstig, wirklich. Was nimmst du für eine Stunde fürs Saubermachen? Ich buche dich. Ja, Schule, das geht leider nur, wenn du auch wirklich Leichen hast. Alter, ein Schrank mit Steinen natürlich. Koks oder Gras. Alles mitnehmen. Wer sammelt denn Steine, Leute?
Ja, ich glaube, hier ist soweit alles soweit fein. Wir müssen natürlich noch einmal komplett final drüber feudeln. Ich scanne nochmal, dass wir das richtig sehen. Ja, das ist halt... Oh nein! Jetzt habe ich den Stuhl weggeballert. Ja, ein paar kleinere Flecken sind hier noch, aber ist okay. Hier ist noch was. Boah, man sieht es halt auch auf dem Fußboden extrem schlecht ohne Scanner. Hier haben wir noch, da noch. Richtige Blutlachen hier. Ja, unterm Sofa ist halt noch. Das ist halt ein bisschen schwierig hier. Aber kriegen wir alles hin. Wir müssen dafür die Kissen gleich nochmal alle dahin packen, richtig. So, können wir nochmal scannen, bitte? Einmal noch, bitte. Einmal. Tja, schwierig, ey. Boah, ich weiß auch gar nicht, was hier noch alles dreckig sein soll. Und wo verdammt ist das letzte Kissen? Fragen über... Oh, da ist ein Beamer läuft hier. Was? Kann man den anmachen vielleicht? Ja, sieht blutfrei aus. Ich glaube, jetzt ist okay. Ich glaube, jetzt passt das soweit. So, Kissen. Na, komm schon her. Na, los. Das passt, das passt, das passt, das passt jetzt auch. Gleich. Wunderschön. Ja, die Chipstüten. Leute, ich weiß es nicht. Nee, es müsste alles soweit hinkommen. Hier liegt bestimmt ein Kissen rum, oder? Alter, hier müssen wir auch alles. Was ist das denn schon wieder für ein Zimmer? Da ist ja noch ein Raum. Wie viele Räume? Wie viele Räume? Aber ist in Ordnung. Ja, oh no, das ist seine Freundin. Die war schwanger, glaube ich. Wahrscheinlich. An der Wand war auch noch was. Gucke ich gleich. An welcher denn? Tut mir leid, tut mir leid. An welcher Wand denn? So. Ah, hier auf jeden Fall. Der Monitor ist auf jeden Fall noch dreckig. Hier oben ist noch ein bisschen Blut. Da ist noch ein kleines Pfützchen. Ich weiß auch nicht, ob man das so zu 100% sauber machen muss. Wahrscheinlich nicht. Wenn du auf den PC hinschaust. Ja, da habe ich jetzt aber ehrlich gesagt nichts gesehen. Also hier ist alles, das haben wir alles hier so. Sieht eigentlich gut aus. Moin, Chatter vor die Blas, grüß dich. Oh, das ist aber nett von dir. Dankeschön. Dir natürlich auch. Wie geht's, wie steht's? Was ist heute dein Tagesplan so? Hast du schon weggemacht? Sehr gut. Perfekt. Was macht ihr heute so, Chat? Ich werde auf jeden Fall, wenn wir fertig sind mit Streamen, nachher auf jeden Fall was essen. Selbstverständlich, ich habe noch gar nichts gegessen heute. Und dann... Ja, weiß ich gar nicht. Ehrlich gesagt habe ich für heute gar keinen Plan. Na, mal gucken. Alter, hier ist auch alles voller Farbe. Ja, aber ich glaube, das ist der Schwamm auch die beste Wahl. So, ein bisschen Grün wegmachen. Schön. Was meinst du, was da gemalt wurde? Gucken wir uns gleich an. Gucken wir uns das gleich an. Also vom Parkett ist natürlich hier mit dem Schrubber. Mit dem Clean Boy 2000 gar kein Problem. Nach Hamburg fahren zur Hochzeit. Oha. Wer heiratet denn? Freunde, Bekannte, Verwandte? Fremde? Einfach mal so spontan. Hochzeit crashen, Mackie. Gibt's Leute, die stehen da drauf einfach. So, Sofa machen. Bitte fall diesmal nicht um, du kleiner Eimer. Fremde, sehr gut. Sehr gut, finde ich toll. Mach schöne Fotos und Videos für TikTok. Ich büge gerade meine Mauer an Duschvorhängen. Sind günstiger am Zaun als eine echte Mauer. Was? 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 Ich büge gerade meine Mauer. Duschvorhänge sind günstiger am Zaun als eine echte Mauer. Also du hängst quasi deinen Zaun zu mit Duschvorhängen, die du zusammenbügelst. Für Sichtschutz dann wahrscheinlich, oder? Vegas! Alter, dankeschön! Für den zweiten Monat mit Prime! Dankeschön, nice! Aber wirklich, Mittelaltermarkt nach Uetersen? Boah, ist das nicht auch hier im Norden irgendwo? Glaub schon, oder? Was ist denn da für einer? Wie heißt der? Ja, ich habe ein Eckgrundstück und möchte nicht, dass die immer alle glotzen. Okay, okay. Ja...
Kann man machen. Wie bügelst du die zusammen? Klebt dann die Scheiße nicht einfach am... Also ich kann mir vorstellen, wenn ich zwei Duschvorhänge, falls das wirklich Duschvorhänge sind, übereinander lege und versuche, mit Hitze zusammenzubügeln, dann schmilzt doch dieser Duschvorhang, wie er soll, aber klebt doch dann am Bügeleisen, oder nicht? Eieieiei. Ich habe mal versucht, meinen Greenscreen zu bügeln, also nicht den hier, sondern so ein Billo-Greenscreen. Der war aus so ganz synthetischen Stoff, oder was? Und der ist geschmolzen und ich habe mir das ganze Bügeleisen damit versaut. Das war eine richtige Katastrophe. Greenscreen war kaputt, Bügeleisen war am Arsch. Das war echt kacke. Na, beim Bügeln bin ich immer ein bisschen vorsichtig. Schleswig-Holsteiner Räderschaft. Aha. Ja, dann ist das hier im Norden irgendwo bei uns, bei Hamburg da. Pinky in Snor. Okay, okay. Groß oder geht? Guck mal, da war Munition noch drauf. Da hinten ist noch Müll. Alles einkassieren. Weiter geht's. Oh, schon dreckig. Schon ein bisschen dreckig, der Feudel. So, weiter geht's. Nice. Ah, oh. Bei der Vase müssen wir echt aufpassen. Das sind so Sachen, die gehen schnell kaputt. Ich nehme mal den Schwamm. Guck mal, der Schwamm ist noch topfit hier, du. Eine Kette. Einen Ring. Was haben wir noch? Eine Katze. Oh. Ein... Day 17 of Sudoku Therapy. So, Diktatgerät. Ja, yeah, I'm solving Sudokus again. I'm kinda starting to get how it works. My therapist told me that it's good for my mind, but shit is hard. Like, what number am I supposed to type in here? God, you better be right, Doc, because I am freaking stretching my mind here. But I think I actually feel slightly better. Sudoku therapy. Maybe you should have thought about getting a second opinion on that.